Recht herzlich willkommen zur 115. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, ich habe schon die richtige Rakete hier ausgewählt, wo unser Kerbal drin ist. Und den müssen wir jetzt mal zur anderen Rakete bringen, die wir irgendwo letzte Runde gelandet haben. Mal gucken, ob der da runtergehen kann. Oh, sieht gut aus. Hat er geschafft. So, und dann müssen wir mal schauen, ein bisschen rauszoomen, wo sind die anderen Teile? So, ja, ah da, das muss es sein, weil das war ja mehrfach kaputt gegangen und die liegt, steht dann da. Wo ist es jetzt? Da. Das heißt, da müssen wir hin. Gut, er ist auch passend am Laufen, ja. So, dann das Jetpack anmachen und los geht's, oder? So, immer schön fliegen. Knapp über dem Boden halten und dahin. Okay. Wie viel sind das noch? 800 Meter oder sowas? Okay. 600. Das richtig sehe, 500. So. Zweihundert. Bremsen. Noch mehr Bremsen. Okay. Ich glaube, jetzt kommen wir gut runter. Ja, hat gut geklappt. Wunderbar. Wo müssen wir hin? Ein bisschen reinzoomen vielleicht. Da, Crew Hatch. Okay, das heißt, wir müssen da rüberlaufen und dann da hoch. So. Ich glaube, wir drehen das mal so. Laufen so. Warte mal, die Tür ist hier bei dem. So. Ja, und das oben grabben, das ist immer so, ne? Das haben wir ja schon im Weltraum so das Problem gehabt. So, dann hoch und F drücken, ne? Der konnte da oben kraxeln. Climb stand da. Okay, anpacken kann er nicht, aber climb. Gut. Nochmal zurück, ein bisschen rechts. Und da. So hoch, höher, am höchsten. Ich habe es angepackt. Wunderbar. Dann sind wir auch drin. Gut, okay. So, jetzt müssen wir lokalisieren, wo wir hier sind. Falsch rum, so rum. Erstmal Map. Da reinzoomen und gucken. So, da ist diese Franillas Cluster. Warte mal, dann kann ich hier rechts klicken und Activate machen. Sehe ich aber nichts. Okay, dann sind wir vielleicht zu weit weg. Und dann müssen wir schauen, wo das ist. Okay, warte mal, lass mal rauszoomen hier. Das geht ja. So. Ist das da oder was? Krater? Warte, hier ist ein Krater. Was ist das für eine Kapsel? Achso, die fliegt. Aber hier sind so 1, 2, 3, 4 in der Reihe so Krater. Die müssen wir doch auf der anderen Seite hier sehen, oder? Ja, da sind sie. Und das ist der einzelne und dann ist das da. 4, da, ja. Da müssen wir also dahin fliegen.
Ja, das gestaltet sich dann schon mal schwierig. Wie man sieht, ist das da alles nicht unbedingt eben, ne? Der Krater geht ja auch runter. Ich würde jetzt sagen, wir versuchen hier oben auf den Rand so ein bisschen dahinter zu flannen. Warte mal so. Da. Aber dahin kommen ist natürlich noch eine ganz andere Frage, ne? So, und dann können wir da starten, ne, oder? Ja, dann mal hoch. Ne, das ist nicht richtig. So ist richtig. Machen wir Gas weg hier erstmal gerade. Ja. So müsste es sein. Bisschen mehr Schub. Und einmal auf der Karte gucken. Da müssen wir ja jetzt was sehen können. Okay. Der wächst gerade. So, wieder zurück. Schub wegnehmen, weil der war groß genug. Retro ausrichten. Und dann auf jeden Fall darüber fliegen. Schatten ist gleich schon rüber. Und dann müssen wir gucken, dass wir da runterkommen, ne? Hier oben hin. Mal gucken. Ah, das ist schon ziemlich knapp vom Runterkommen, müssen wir da arbeiten. Dann sind wir hier unten dran, ne? Ah, die Geschwindigkeit wird dann vielleicht auch noch zu schnell sein, ne? Okay. Das jetzt so klappt, weiß ich noch nicht. Da sehe ich den Schatten. Aber ich glaube, wir sind total schlecht unterwegs. Glaube, wir müssen noch mal weiter rüber. Wir sind noch zu sehr am Krater. Okay, wir haben noch eine steigende Geschichte, deswegen klappt das noch nicht. So, jetzt aber. So. Nee, das war zu schnell. Aber das passt, oder? Nein, wir müssen wieder hoch. Ja, das hat nicht so gut geklappt, ne? Da ist jetzt irgendwo da das Thermometer in der Schrift zu sehen, oder? Kann das sein? Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, wo das ist. Okay. Zwei Komma sieben. Wir kommen langsam runter. Lassen wir mal die Geschwindigkeit gerade. Ich weiß nicht, wie schräg sie ist. Okay, wir stehen, glaube.
Ja, aber das ist Polar Center. Das ist also auch nicht da, wo wir wahrscheinlich hin müssen, ne? Zeig mal die Karte. Ich glaube, wir sind knapp vorbei. Das erste wäre das Richtige gewesen. Also wieder zurückfliegen. Ja, dann mal drehen. Es muss in diese Richtung sein, ne? Ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, wie wir das brauchen, ne? Das ist die Sache. Und hier wird's auch nicht besser, ne? Also wir können da nicht mit starten, aber erstmal die Dingens machen. Sag schon, die Mission erledigen einmal, ne? Also hier geht das ja wahrscheinlich nicht, ne? Aber vielleicht kann ich hier trotzdem was sammeln und mitnehmen. Die wackelt nur so, ne? Was steht da? Incompatible after transmission? Ach, alles klar. Ja. So, das bedeutet erstmal wieder zurückfliegen. Ob das so leicht ist, ist die nächste Frage. Warte mal, ich musste eben nach da die Rakete bewegen. Schwierig. Ich sehe jetzt nichts. Aber wir fliegen jetzt ein bisschen vor auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir das mal gerade anmachen. Damit wir dagegen fliegen können. Okay, Schatten ist jetzt nicht zu sehen, weil der hier unten irgendwo ist. Da kommt er aber. Rakete steht. Und Polar Crater immer noch. Ja. Deutet immer noch da hinten hin. Tja. Ich weiß nicht wo. Ah, da sehe ich jetzt dieses Thermometer wieder hier. Aber, ist die Frage, ne? Wo ist das? Da steht immer noch Polarkrater, ne? Schatten irgendwo. Steht noch. Steht noch, aber immer noch Polarkrater. Reingucken in die Karte. Ja, das ist schon überdeckt. Das ist schon ziemlich knapp daneben irgendwo. Wahrscheinlich dann doch da unten drinnen, ne? Und das wird nicht einfach sein. Weil da unten zu landen, ne? Da ist es schief. Hier, da geht's runter, ne? Also hier müssten wir irgendwo landen. Da hätten wir eine Chance. Aber das wird schon schwer. Hier, da so hin. Und ob ich das hinkriege, ist die nächste Frage. Gut. Ja, aber Versuch macht klug, oder wie war das, ne? Also nochmal hoch. Nee, falsch rumgedreht.
das ist. Dreh dich mal andersrum, meine Gute. So, genau so. Und jetzt ausrichten. Und gucken. Polarkrater steht da wieder, ne? Ich sehe keinen Schatten. Da kommt der Schatten. Steht? Da steht wieder Polarkrater. Oder hat das da gar nichts mit zu tun? Kann natürlich auch noch sein, ne? Aber passt nicht. Wo ist das, bitteschön? Und die wackelt den Lämmerschwanz. Komme ich jetzt hier an das Thermometer mal gerade schnell dran? Ne? Lock Temperature. Es hat geklappt. Geil. So, jetzt ist nur die Frage, mit dem machen wir gar nichts wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt ein bisschen Bammel, dass die mir da umkippt. Das ist nämlich das Schlechteste, was uns noch passieren kann. So, Aufgabe erfüllt. Wird die ruhig werden? Oh, das ist schwierig, ne? Okay, ja. Ich würde jetzt sagen, wir drehen sie mal so um, dass wir was sehen und fliegen da oben wieder raus und landen sie da oben, wo es besser ist, oder? Ja. Aber das alles könnt ihr mir noch in den Kommentaren sagen, was wir da am besten machen. Und ja, ich glaube, auf der Ebene ist es sowieso besser, nachher auch umzusteigen, wenn, ne? Gut, dann würde ich aber jetzt erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.